Warum behandeln uns Frauen manchmal so schlecht? Das, was du in diesem Video hören wirst, wird dir höchstwahrscheinlich nicht gefallen. Vielleicht wirst du dich nämlich angesprochen fühlen. Und wenn ja, dann muss ich dir die Schuld zuschieben. Ich muss es dir aber so sagen, denn wenn es so weitergeht, dann wird es zwangsweise noch viel schlimmer. Wenn du also nicht beleidigt werden möchtest, dann klicke jetzt weg. Wenn dich Frauen aber immer wieder ablehnen und wie Dreck behandeln, dann brauchst du dieses Video. Und ich weiß das, denn ich war auch mal in deinen Schuhen. Falls du zum ersten Mal hier bist, mein Name ist Andy Friday und auf diesem Kanal lernst du nichts über das flache Anbaggern oder Manipulieren von Frauen. Solltest du aber wissen wollen, wie du Frauen verführst, ohne ein Arsch zu werden, dann abonniere diesen Kanal. In diesem Video wirst du Frauen besser verstehen und du wirst wissen, wie du damit souverän umgehst, sodass sie sich von dir angezogen fühlt. Die meisten Männer haben eine innenliegende Angst, die ihr gesamtes Handeln beeinflusst und sie vom Handeln blockiert. Ich spreche natürlich von der Angst vor Ablehnung. Aber glaubst du wirklich, sie hat diese Angst nicht? Wie arrogant bist du, wenn du glaubst, dass Frauen allesamt voller Selbstbewusstsein strotzen, dass sie ihren Tag dominieren und ganz genau wissen, was sie in jedem Augenblick tun? Das ist nicht so. Wenn sie dich scheiße behandelt, dann ist das in allererster Linie, weil sie selber Angst hat. Vielleicht hat sie Angst, von dem Mann abgelehnt zu werden, den sie mag. Sie hat Angst, verletzt zu werden. Sie hat Angst, dir zu nahe zu kommen. Oder es hat rein gar nichts mit dir zu tun und sie wurde verletzt und projiziert jetzt diesen Schmerz auf dich. Sie behandelt dich gerade deshalb scheiße, weil du ihr als Mann gerade nicht die Ruhe und die Liebe gibst, die sie braucht. Ich sagte das einmal einer Frau, die mich bis aufs Äußerste beleidigt hat. Sie hat mich angeschrien, dass ich ein Schwein wäre, dass mich niemand wirklich mag. Neben mir standen zwei Coaching-Teilnehmer, die keine Ahnung hatten, wie sie damit umgehen sollen, die sie zurückbeleidigen wollten, aber mich vorher gefragt haben, was sie jetzt tun sollen. Ich habe gesagt, nein, diese Frau ist gerade nicht sie selbst. Sie ist von irgendjemandem die Freundin, sie ist von irgendjemand die Tochter und sie wird von ganz vielen Menschen geliebt. Und das aus gutem Grund. Und sie ist zusammengefallen und in Tränen ausgebrochen. Ich habe mich neben sie gesetzt und habe sie einfach gefragt, was denn wirklich los ist. Frauen sind wie Katzen. Sie meint es nicht böse, wenn sie dich anfauchen. Bleibst du ruhig und bleibst du ihr wohlgesonnen, schmiegt sie sich 2 Minuten später an dich. Das ist nicht viel anders. Das ist die große Kunst an der Sache. Ihre Worte nicht wörtlich zu nehmen, aber sie als Menschen wichtig zu nehmen. Sie behandelt dich scheiße, weil du es mit ihr machen lässt, weil du dich auf ihren Mist einlässt und versuchst, es zu verbessern. Dein Job als Mann ist ein anderer. Es ist dein Job, ihr zu zeigen, dass sie keine Angst haben braucht. Dass du da bleibst und deinen Mann stehst, egal wie kacke sie zu dir ist. Dass du ihr furchtlos in die Augen schaust, keine Miene verziehst und ihr sagst, bist du fertig? Wie du siehst, stehe ich immer noch hier. Ich gehe nicht weg. Also erzähl mir doch, warum du dich wirklich so fühlst. Ich weiß, es hat nichts mit mir zu tun. Warum fühlst du dich gerade wirklich so dreckig? Egal, wie schlimm sie zu dir war. Denn du bist ihr Fels in der Brandung. Und dann bist du auch der Fels für alle Frauen. Sie ist der Sturm, der gegen dich ruhig klatschen kann. Du bleibst da. Du lässt dich nicht beeindrucken. Das ist Selbstvertrauen. Denn dann kann sie dir gar nichts. Dann kann keiner dir was. Wir alle würden gerne Frauen besser verstehen. Aber vielleicht wurdest du ja noch nie gestalkt. Vielleicht hat noch nie jemand am Arbeitsplatz dich 80 Mal angerufen und ist dir dann nachts gefolgt und hat dir vor dem Haus nachgestellt. Oder in ganz subtiler Manier hast du wahrscheinlich noch nie erfahren, wie es ist, als scheiß Schlampe beleidigt zu werden, nur weil du von jemandem den Drink abgelehnt hast. Du hast nicht die Erfahrungen gemacht, die Frauen machen. Und so wie es überall schwarze Schafe gibt, gibt es nun mal auch bei uns Kerlen die Typen, die so psychopathisch sind, dass Frauen sich vor ihnen schützen müssen. Und da reicht manchmal einfach kein, tut mir leid, es passt nicht. Sondern dann müssen sie sich von Männern radikal distanzieren. Denn wenn sie schon 50 Mal auf ihr höfliches Nein, danke, mit warum denn, komm schon, ich verstehe nicht warum, bis hin zu du blöde Schlampe zu hören bekommt, dann entwickelt sie irgendwann ein natürliches Schutzschild. Und da kann es schon mal passieren, nein, es wird garantiert passieren, dass auch ein guter Mann von ihrem antrainierten Schutzschild angegriffen wird. Du trittst auf dünnem Eis, wenn du dein eigenes Mangel an Empathie und Verständnis für einen Mangel an Respekt auf ihrer Seite zurückführst. Das ist, was die ganzen lauten und dominanten Möchtegern-Alphas einfach nicht verstehen. Ein echter Anführer, der führt durch Empathie. Zeig ihr, dass du die Ausnahme bist. Du bist dieser eine Mann unter tausend. Und wenn du dieser Mann werden willst, den schöne und intelligente Frauen wollen, dann lass uns miteinander sprechen. Und dann lass uns herausfinden, ob das, was ich dir zu sagen habe, dir zusagt. Lass uns herausfinden, ob du bereit bist für diesen massiven Arschtritt.
Wenn du das möchtest, dann sehen wir uns im kostenlosen Erstgespräch und den Link findest du hier.